Martina, genau das macht dich echt. Upsi. Genau das macht dich echt. Und genau das will ich. Ich will echt. Weißt du? Ich will nicht gestellt. Ich bin auch echt. Ich bin auch nicht gestellt. Ich schaue nur, dass das gut ist, dass das gut dasteht. Genau. Weißt du, gestellt kriegen wir sowieso die ganze Zeit. Und um gestellt geht es nicht. Ja? Gestellt ist Instagram, gestellt ist alles, was wir im Fernsehen sehen. Da ist alles, was gedreht wird, was nicht live ist, was nicht echt ist, wird gemacht. Und alles, was du machst, ja, hat erstens den Anspruch an Perfektion. Und perfekt gibt es nicht. Ja, wir sind nicht perfekt. Und das ist auch nicht der Anspruch für diese Videoserie. Für diese Videoserie ist der Anspruch, dass wir uns selbst wiedererkennen im anderen. Und weil du vorher gesagt hast, das ist ein bisschen schwierig für dich, weil du, weil es dann live geht und weil das dann Leute sehen, du wirst auch jetzt mit mir dann noch 22 andere Frauen sehen, die genauso sind wie du. Die ihre Erfahrungen haben, die darüber reden zum Thema Krise. Und das ist das Wichtige. Da geht es nicht darum, möglichst perfekt auszuschauen oder irgendwas Richtiges oder Falsches zu sagen, sondern es geht darum, authentisch zu sein, man selbst zu sein und all diese Dinge, all diese Kategorien in unserem Kopf loszulassen und uns auch zu befreien, ein Stück weit von dem, wie wir sein sollen. Weil wer sagt das? Ja, dass wir uns selbst geißeln, weil wir in der Früh nicht so ausschauen, wie wir das gern hätten. Oder auch am Abend nicht so ausschauen, wie wir das gern hätten. Oder nicht so sind, wie wir das gern hätten, sind alles Konstrukte in unserem Kopf, wo wir uns vergleichen mit dem Außen. Und das Außen ist aber immer gestellt. Oder es ist nur eine Illusion, weil es ist nur ein Aspekt. Du siehst diese Person 5 Minuten am Tag. Und du kannst auch nicht in sie reinschauen. Du weißt nicht, ob sie, wenn sie vor dir steht und super auf dich wirkt, im Inneren total unzufrieden ist mit sich selber. Ja, und das sind, ich lese gerade das Buch Frauenweisheit, Frauenkörper von der Christiane Northrup. Und sie sagt auch, das sind ganz tief verwurzelte Archetypen, also Archetypen ist eigentlich das falsche Wort, ganz tief verwurzelte Rollenbilder, die wir leben, auch wenn sie überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was unsere Wahrheit ist. Und schon gar nicht irgendwas zu tun haben mit dem, wer wir sind, sondern wir leben das halt, weil es halt so ist, weil man das so macht. Mann, wer ist Mann? Das gibt's nicht. Es gibt es nicht. Krisen und Krisenerfahrungen bringen uns in die Wahrnehmung hinein, dass wir eigenständige Lösungen finden können. Und uns selbst ein Stück weit aus diesem Ich muss, ich soll befreien. Und darum geht es mir, das zu zeigen.